Meine sehr verehrten Damen und Herren, Schwergewicht das Limit, 120 Kilo von Beinen nicht überschritten. Gerd hat die Augen drauf. 2x5 Minuten ausgemachte Distanz und aus meiner Erfahrung Endkämpfe im Schwergewicht selten mit Punkten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, freuen Sie sich auf das Duell. Karl Nickel und Cendrill Dodjani. So, da bin ich wirklich gespannt. Einer mit 23 Jahren gegen einen mit 36. Die Erfahrung, die ist hier rechts im Bild bei Cendrill Dodjani. Die Zukunft links im Bild. Seconds out, ringfrei zur ersten Runde. Nicht blinzeln, first round. Ready, round one. No shake hands für Cendrill. Oh, und Karl Nickel. Der geht hier gleich in den Clinch hinein und sucht hier den Takedown. Wumms. Da scheppert es richtig, wenn zwei solche Brocken hier aufeinandertreffen und dann auf den Boden prallen. Und einer von beiden blutet schon. Ja, Karl holt sich hier fast jetzt gleich die Mount-Position. Boom. Und Cendrill versucht mitzuschlagen. Da muss jetzt aufpassen, da muss er sich decken. Und Karl. Oh, versucht hier auf einen Fußhebel zu gehen und das wird es wohl gleich gewesen sein. Cendrill verzieht hier schon richtig schmerzverzerrt das Gesicht. Das war's. Oh, das war ganz schnell. 1 Minute. 5 Sekunden, dann war die Sache rum. Wahnsinn. Und dann hat der Mann, ja, dem wohl die Zukunft dann wohl zusprechen wird, Karl Nickel, hat die Sache hier klar gemacht. Und Cendrill Dodjani, der hat es nochmal probiert, hat einen kleinen Cut hinten auf der Glatze. Und vielleicht war das auch sein Abschied, muss man sagen. Vom Kampfsport hat er eigentlich schon mal aufgehört, hat dann im Training gemerkt, ich kann noch ganz gut mithalten. Ist gefragt worden, ob er es nochmal probieren will. Aber ob er dann noch weitermacht, war sein erster MMA-Kampf, sein Debüt, nachdem er Erfolge beim Boxen hatte, Erfolge beim K1. Aber mit 36, da wird dann wohl jetzt die Zeit einfach vorbei sein für ihn, für den Münchner. Schade, hätte ihm gewünscht, dass er ein bisschen länger hier mitmachen kann, dass er ein schönes, offenes Duell bieten kann. Andererseits muss man sagen, Karl. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie es die Tradition vorschreibt, applaudieren Sie beiden Big Shots vor dem offiziellen Urteil. Karl Nickel, Cendrill Dodjani. Er hat wohl gewittert, dass Cendrill. Ladies and Gentlemen, Kampf Nummer 12 geht zu Ende nach 1 Minute, 3 Sekunden bei Tapout. Grund dafür war ein langer Fußhebel. Der Sieg geht an den Mann von X-Fight, Karl Nickel. So, 111 Kilo.